Jetzt machen wir mal ein paar Trafo-Experimente mit diesem schönen Eisenblock da. Ja, aber ich habe da letztes Mal dieses Edward Leedskalnin Perpetual Motion Holder Video gemacht, ne, wo ich hier den Draht einmal hier rumgewickelt habe, einmal darum und dann Strom drauf gegeben, dann ist das magnetisch geworden. Ne? Tja, ob das jetzt nur Verarschung ist? Ja, weil es schaut nämlich momentan so aus. Ne? Ich habe jetzt nur die eine Spule hier drauf gewickelt. Habe jetzt noch überhaupt keinen Strom angeschlossen und schon da. Es hält. Ja. Und so, dass es richtig hält. Geht genauso. Richtig fest. Ja. Bop, 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 bop. Hält bombenfest. Und das ist nur ein einziger. Also. Sowas Verworrenes. Jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir dieses Experiment aufgebaut, was ich da eigentlich im Sinn hatte. Ja, es geht um diese Schaltung da. Vom Charles Flynn. Ja, schon irgendwann 1900, irgendwann in den 30er Jahren irgendwann. Ja, als Ansteuerung für die, also für den Kern hier, ne, haben sie damals eine Meissner Oszillatorschaltung genommen. Ne? Ja, ihr wisst dann alle, was draus geworden ist. Ne? Bedini lässt grüßen. Und ja, so ähnlich habe ich sie jetzt aufgebaut, aber nur so ähnlich, ne? Weil wie das bei mir halt immer so ist, ne? Da kommen dann meistens immer ganz andere Sachen dabei raus, als man eigentlich vorher vorhatte. Also von vornherein, im Vornherein schon mal ist kein Selbstläufer jetzt. Trotzdem hat es schon wieder ganz schön viele neue Fragen für mich aufgeworfen. Ja, dann machen wir mal kurz einen Überblick drüber. Hier kommen wir mit unserer Spannung rein. Ne? Mit 12 Volt gehen wir rein. Auf unseren Bedini-Motor. Hier übers Power, über ein Powermesser, ne, können wir dann sofort die Watt sehen, wie viel Watt hier reingezogen werden. Brauchen wir nichts mehr umrechnen. In den Bedini-Motor rein. Vom Bedini-Motor geht es dann weiter in die Zündspule. Ja, die Zündspule macht dann richtig schöne Hochspannung. Hier hinten habe ich jetzt mal so mir eine kleine Spike-Gap-Brücke aufgebaut, habe hier das Wasser aus der Flasche rausgelassen, ne, was vorher drin war, und jetzt ist da nur noch Luft drin, jetzt haben wir da schöne Blitze. Und an einer Seite von der Zündspule, hier, ne, bin ich dann wieder auf die Aframenko-Elektronenpumpe gegangen. Und von der Aframenko-Elektronenpumpe gehen wir jetzt hier in diese Wicklung rein, ne, die da in der Mitte ist. Tja, und da habe ich hin und her probiert. Ich wollte, ne, wieder diese Wummer-Kondensatoren laden. Wieder einmal. Und nur eine einzige Möglichkeit funktioniert hier. Und ich kapiere absolut nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, ist auch schon ziemlich früh am Morgen, also gleich müsste ich auch mal ins Bett. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Und zwar, ne, die Magneten hier habe ich jetzt nicht so wie hier. Ne, da ist immer Norden oben. Ich habe die bei mir verkehrt rum reingemacht. Ne, also hier einmal Süd, da Nord. Dann hier Süd und da Nord. Aha, dann machen wir weiter. Ja, natürlich habe ich ganz zuerst, wie man das halt gewohnt ist, ne, diese Spulen, ne, sind hier miteinander verbunden. Die hatte ich zuerst an den Kondensator angeschlossen, hat sich gar nichts getan. Ne? Weder hier oben an diesem Wechselstromanschluss, ne, wo man eigentlich denkt, das ist eine normale Gleichrichterbrücke, da müsste auf alle Fälle was passieren. Nicht. Aber
nur über einen Draht. Also hier unten, der hängt jetzt am Ostsee. Dieser Draht hängt am Ostsee dran. Das können wir mal einschalten, dass wir dann auch ein bisschen was sehen, was hier so passiert. Und ja, mit dem anderen Draht gehe ich jetzt hier an die Mittelanzapfung von der Aframenko, von der Nikola Tesla. Freie Energieschaltung. Ja. Gut, und zum Anfahren, ja, unter Last können wir es nicht anfahren, leider. Dann muss ich nämlich hier diese Verbindung lösen. Und dann können wir es anfahren. So, machen wir jetzt mal. 12 Volt haben wir. Unser Powermessgerät schalten wir da drauf. So, und dann dauert es noch ein bisschen, bis der angeschwungen wird. Mal gucken, ob er gleich will. Ja, er schwingt gleich. Super. So, hier hinten haben wir jetzt unseren Spark Gap. Da sparkelt es jetzt schön vor sich hin zwischen den zwei Wolfram-Anoden. Gut. Hier steigt noch nichts, ne? Das sind wir jetzt, also wir sind schon auf 34,6 Volt, sind der schon vorgeladen. Ne? Ich habe vorhin schon ein bisschen rumgespielt. So, und dann aufpassen, dass man keinen verwischt bekommt. Geht man dann hier. Ja, und wenn ich nur ganz leicht dran gehe, ne? Also ihr hört es ja dann, wenn es spratzelt. Ne? So, und guckt mal hier drauf dann, wenn es spratzelt. Es spratzelt und ich bin jetzt direkt am Kondensator, ne? So, da spinnt das Messgerät total. So, jetzt wollen wir es mal komplett anschließen. So. Und er rennt. Er lädt sich voll. Und gar nicht mal so langsam, ne? Okay, bei der Stromaufnahme sind wir jetzt so zwischen 7 und 3 Watt. Ne, pendelt schön hin und her. Also, naja. Und ich glaube, das hört so schnell auch nicht auf mit Steigen. Mal gucken, wo wir hinkommen. So schaut übrigens unser Ostsee-Bild dazu aus. Ja, ich kann von der Volt her kann ich gar nicht mehr weiter runter gehen. Wir sind schon Anschlag. Und ja, da muss ich hier halt hoch und runter scrollen, um alles drauf zu kriegen. Sieht schon ziemlich interessant aus. Also mein Ostsee hängt jetzt, wie gesagt, ne, hier an dieser freien Wicklung. Die normalerweise nicht geht. Die andere Seite der Wicklung geht jetzt an unsere Kondis ran. Ne? Ja, schon bei 36,7. Steigt nach wie vor. Gut. Soweit so schön. Ne? Aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Da habe ich noch ein bisschen weiter rumgespielt. Dieses Kabel da genommen. So. Und jetzt seht ihr es hier? Da haben wir Strom, da haben wir Strom, da haben wir Strom. Überall blitzt wie Sau. Und wenn ich rantipp's, tut sich nicht so viel mehr. Ne? Pendelt ein bisschen hin und her, aber steigt nicht, ne? Wenn ich nicht dran habe. Aber wenn ich mir das richtig anschließe, hier in dieses Loch rein, so, steckt drin, auf einmal geht's weiter. Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Also, wenn ich diese Kroko-Klemme nur ranhalte, spielt er komplett verrückt und steigt nicht. Und wenn ich sie komplett fest ranmache, da in dieses Loch reinstecke, dann steigt sie auf einmal. Ja, da bin ich jetzt erstmal am Ende mit meinem Latein. Habt ihr Ideen?